Es gibt keinen Grund zu glauben, dass der Mensch an der Spitze möglicher Intelligenz steht. Die Menschheit erfindet ständig Dinge, die übermenschliche Fähigkeiten haben. Wir sollten uns also keine Sorgen machen. Es klingt vielleicht beängstigend, aber wir sind doch auch nicht besonders überrascht, dass Taschenrechner besser rechnen können als wir. Mein Name ist Peter Dayan und ich bin ein theoretischer Neurowissenschaftler. Ich forsche zu theoretischen Modellen der Datenverarbeitung des Gehirns und ihrer Verknüpfung mit KI-Systemen. KI, künstliche Intelligenz, ist die Revolution der Gegenwart. Immer leistungsfähigere Systeme, mehr Daten und neue Ansätze verändern Medizin, Mobilität, Kommunikation und vieles mehr nachhaltig. Peter Dayan trägt entscheidend dazu bei. Nach einem Mathematikstudium in Cambridge hat er sich früh dem Feld der künstlichen Intelligenz und ihren theoretischen Grundlagen zugewandt. Nach Stationen unter anderem in Edinburgh, Toronto und in London bringt ihn die Humboldt-Professur nun nach Tübingen. Wie genau funktioniert Lernen? Wie trifft das Gehirn Entscheidungen? Es sind ganz grundsätzliche, zentrale Fragen, zu denen er forscht. Seine Arbeit sprengt dabei Disziplingrenzen, reicht von theoretischen Modellen des Lernens über Fragen, wie solche Prozesse von Neurotransmittern gesteuert werden, bis zu psychischen Erkrankungen. Er schafft so entscheidende Grundlagen für das Verständnis von Lernprozessen bei biologischen und künstlichen Intelligenzen. Wir lernen, weil es etwas gibt, über das wir uns unsicher sind. Es gibt irgendein verlässliches Informationsteil, das wir noch nicht in uns aufgenommen haben. In Bezug auf Vorhersagen heißt das, wir machen falsche Vorhersagen und indem wir die schrittweise korrigieren, lernen wir. Und natürlich könnte es sein, dass sich aufgrund der Veränderung der Welt auch unsere Vorhersagen ändern. Aber wie genau machen wir Vorhersagen und warum? Wie treffen wir Entscheidungen und wie wird daraus Erlerntes? Dayans Arbeiten zum verstärkenden Lernen sind wegweisend und haben ebenso dazu beigetragen, biochemische Vorgänge im Gehirn besser zu verstehen, wie auch dazu, die theoretischen Grundlagen künstlicher Intelligenz voranzubringen. Denn für eine Theorie vom Lernen und Entscheiden ist es untergeordnet, wer oder was lernt und entscheidet, sei es nun ein Computer oder ein Gehirn. Wenn wir über biologisches Lernen nachdenken, müssen wir das Problem definieren, das dadurch gelöst wird. Und wir können fragen, ob Computer dasselbe Problem lösen. Wir können uns den Algorithmus ansehen und gucken, ob er gut beschreibt, wie auch das Gehirn lernt. Wie könnte man das auf Computer übertragen? Und dann können wir auf der Ebene der Implementierung fragen, wie die tatsächlichen biochemischen Prozesse im Vergleich zu den In-Silicium-Prozessen im Computer aussehen. Es gibt also offensichtlich Unterschiede und Gemeinsamkeiten auf verschiedenen Ebenen. Lernen und Entscheidungen treffen sind in der Natur kein Selbstzweck. Sie haben ein Ziel: Überleben, um sich fortzupflanzen. Dafür ist es wichtig, richtige Entscheidungen zu treffen. Überlebenswichtig. Ein komplexes System, entwickelt über unzählbare Generationen. In Bezug auf Algorithmen gibt es in beide Richtungen viel zu lernen. Tiere haben sich über Millionen von Jahren hinweg so entwickelt, dass sie extrem gut lernen, was sie von der Umwelt brauchen und gute Entscheidungen treffen. Sonst wären wir heute nicht hier. Nicht nur Tiere, auch wir machen kontinuierlich Vorhersagen. Zum Beispiel, ob wir vor einem Auto noch über die Straße kommen. Diese Vorhersagen schnell und nachhaltig zu verbessern, aus der Wahrnehmung der Welt das Entscheidende herauszufiltern, all das leistet unser Gehirn. Es greift dabei auf eine Mischung aus selbsterlerntem und vorprogrammiertem, instinktivem zurück. Eine Versuchsreihe aus Dayans Arbeitsgruppe zeigt, wie tief das Einprogrammierte in uns sitzt. Im ersten Teil des Versuches bekommen die Personen einen Knopf präsentiert. Drücken sie ihn, bekommen sie eine Belohnung. Das ist für Versuchspersonen schnell zu erlernen. Im zweiten Teil des Versuchs werden die Probanden dagegen nur belohnt, wenn sie der Versuchung zu drücken widerstehen, also den Knopf nicht drücken. Ein Drittel der Versuchspersonen hat das auch nach mehreren Durchgängen noch nicht gelernt und drückt weiter den Knopf. Zu tief sitzt offenbar der instinktive Zusammenhang. Belohnung muss man sich erarbeiten. Die Natur hat also zwei parallele Systeme, die ineinander greifen. Instinktiv einprogrammiertes und frisch erlerntes, Entscheidungen in der Situation. Auch für KI-Systeme, zum Beispiel beim autonomen Fahren, ist es interessant, was man statisch einprogrammieren kann und was situativ entschieden werden muss.
In Tübingen wird Dejan eng mit Informatikern, Neurowissenschaftlern, aber auch mit der Psychologie der Uniklinik zusammenarbeiten. Ich hatte das Glück, an vielen fantastischen Orten zu arbeiten. Und Tübingen wird der nächste sein. Jeder Ort bringt Neues. Tübingen ist sehr stark im maschinellen Lernen, der künstlichen Intelligenz und den Neurowissenschaften. Die Max-Planck-Gesellschaft und die Humboldt-Professur mit ihren Möglichkeiten bieten eine riesige Chance, hier ein Labor und ein Leben aufzubauen. Die KI-Entwicklung steht noch vor vielen Herausforderungen. Wir mögen schlechter rechnen als ein Taschenrechner, aber wenn es um analytische Fähigkeiten geht, darum die richtigen entscheidenden Informationen zu filtern, Kontextbezug herzustellen oder zu ahnen, wie andere Menschen sich verhalten werden, sind wir künstlichen intelligenten Systemen noch weit voraus. Trotzdem wird KI viele Aufgaben übernehmen, sie besser und schneller machen als ein Mensch und so Technologie und Wirtschaft verändern. KI wird die Welt auf verschiedenen Ebenen grundlegend verändern. Es ist schwer, Vorhersagen über die langfristigen Veränderungen zu machen. Menschen überschätzen den kurzfristigen Effekt von Technologie und sie unterschätzen den langfristigen. Wenn man an die industrielle Revolution oder die heutige Computerrevolution denkt, wo in den 50er und 60er Jahren sogar Leute wie der damalige IBM-Chef sagten, es wird etwa 6 Computer auf der Welt geben, dann wissen sie, wie falsch das war. Was wir heute in unserer Tasche tragen, hat die Macht eines Supercomputers vor einigen Jahrzehnten. Es ist sehr schwer, all die Veränderungen vorherzusagen, die eintreten werden. Umso entscheidender ist es, diese Veränderungen besser zu verstehen und mitzugestalten.